Hallo Luca. Hallo. Wie ich sehe, bist du als Elektroniker für Betriebstechnik beim Jenaer Nahverkehr ganz schön beschäftigt. Danke, dass du dir heute trotzdem die Zeit für unser kurzes Interview nimmst. Na klar, gerne doch. In welchem Lehrjahr bist du denn eigentlich? Ich bin im dritten Lehrjahr. Naja, da bist du ja schon fast fertig, oder? Fast fertig, ja. Aber die Besonderheit bei unserer Ausbildung ist, dass sie 3,5 Jahre dauert. Was ist denn das für ein Fahrzeug da hinten? Das ist unser Turmwagen. Und was macht ihr damit? Wir führen Wartungsarbeiten an der Oberleitung durch. Das ist ja ein ziemliches Leitungswirrwarr. Sieht aber sehr interessant aus. Wie funktioniert das? Gemeinsam mit den Schienen bildet die Oberleitung einen Stromkreis. Und das kann man sich wie früher im Physikunterricht vorstellen, mit einem ganz simplen Stromkreis, wo nur die Lampe die Straßenbahn ist. Okay, verstehe. Apropos Physik. Welche Fächer belegst du denn in der Berufsschule? IT-Systeme, Elektrotechnik und zum Beispiel auch die Schaltberechtigung bis 30.000 Volt. Und was ist dein Lieblingsfach? Die IT-Systeme in Verbindung mit Elektrotechnik. Finde ich besonders spannend. Wir sind ja hier gerade auf dem Betriebshof beim Jenaer Nahverkehr. Wie oft bist du denn eigentlich hier? Im ersten Lehrjahr habe ich hauptsächlich Berufsschule und Lehrgänge. Im dritten Lehrjahr bin ich dann sehr oft hier im Betrieb beim Nahverkehr. Also findet der praxisbezogene Teil hier beim Nahverkehr statt? Und wo bist du dann in der Berufsschule? Die Berufsschule habe ich in Erfurt. So. Was macht denn dein Kollege am Tablet da? Mein Kollege trägt die gesamten Messwerte der ganzen gesamten Anlage in ein Messprotokoll ein. Und ihr habt ja sogar einen eingebauten Monitor. Was siehst du darauf? Auf dem Monitor sehen wir den aktuellen Anlagenzustand. Und es ist aber alles in Ordnung, oder? Alles störungsfrei. Sehr schön. Wo sind wir denn hier? Das ist unser Betriebsgelände und hier ist die Abstellfläche für unsere Busse. Und was passiert hier mit den Bussen? Wie der Name schon sagt, werden hier die Busse abgestellt. Und hier sehen wir zum Beispiel auch, wie ein E-Bus geladen wird über den Pantographen. Dieser Bus ist ca. 1 Jahr alt jetzt schon. Das ist ja cool. Und was ist das da für ein grauer Kasten? Das ist der Schaltschrank zu der Ladestation. Darf ich da vielleicht mal reinschauen? Ja, natürlich. Und musst du dich hiermit auch auskennen? Zu meinem Ausbildungsberuf gehört es auch, die Bestandteile der Ladestation zu kennen. Wie läuft es denn eigentlich so mit deinen Kollegen? Die sind alle super nett. Wir sind eine gute Mischung aus jungen Kollegen und Erfahrenen. Und wenn du mal irgendwas nicht weißt? Dann frage ich entweder meinen direkten Kollegen oder meinen Ausbilder. Okay, cool. Oh, es ist eine Störung in der Innenstadt. Ich muss los. Okay, danke für deine Zeit. Kein Problem. Tschüss. Tschüssi.